Herzlich willkommen. Alle Lernende erreichen. Bedienungshilfen am iPad. Teil 2. Gesprochene Inhalte. Dies ist eine Videoserie in Zusammenarbeit mit Laura George, die auf Twitter kontaktiert werden kann. Ich bin Alice Bankhofer und ich werde zeigen heute, was dies eigentlich bedeutet. Hier können wir mit den gesprochenen Inhalten einen ausgewählten Text vorlesen lassen. Bildschirminhalt vorlesen lassen. Hierbei kann man Sprachtempo, Stimmart einstellen. Man kann Inhalt hervorheben und dies kann man sogar mit einer Zweifingergeste automatisch aktivieren. Diese Funktionen sind besonders gut für Menschen mit Legasthenie, weil es eine zusätzliche Lesehilfe ist. Wie geht das? Einstellungen am iPad aktivieren, öffnen, Bedienungshilfen und gesprochene Inhalte auswählen. Ganz oben finden wir Auswahl sprechen. Mit dem Regler nach rechts, um es zu aktivieren, können wir jetzt gleich testen im Safari-Browser. Wir werden einen Text auswählen und wir werden es einfach sprechen lassen. Hier wählen wir es aus. Gerade in Zeiten von Krisen, wie zum Beispiel Corona und Covid-19, wird die Wichtigkeit von Pause drücken, um es zu stoppen. treuen Nachrichten und geprüften Informationen immer deutlicher. Und so leicht geht's. Zurück zu den Bedienungshilfen. Bildschirminhalt sprechen. Wenn wir das aktivieren, bekommen wir einen kleinen Icon. Tippen wir auf den Pfeil und dann sehen wir, wir können auf die Play-Taste drücken und es würde alles, was am Bildschirm ist, tatsächlich vorlesen. Probieren wir es mal aus. Auswahl sprechen, ein. Beim Auswählen von Text wird die Taste Sprechen angezeigt. Angezeigt, Bildschirminhalt sprechen, ein. Streiche mit zwei Fingern vom oberen Bildschirmrand nach unten, damit Inhalt gesprochen. Ja, das Tempo wird gleich auch geregelt, da auch da. Geht auch im Webbrowser natürlich. Menü Home Get Active. Gib Fake News keine Chance. Fake News erkennen. Fake News erkennen. 7 Tipps, wie du Fake News erkennen kannst. Ja, wunderbar. Zurück zu den Einstellungen, um das zu deaktivieren, einfach auf den Regler schieben. Jetzt schauen wir uns an, wie wir die Sprachen, die Stimmen einmal aussuchen. Einfach auf Stimme klicken und wir können Hallo, ich heiße Anna. einfach uns verschiedene Stimmen uns anhören. Zum Beispiel Hello, my name is Karen. verschiedene Sprachen anschauen und sogar eine Auswahl treffen. Das heißt, wenn wir speichern wollen, müssen wir es tatsächlich dann warten, bis es ein Hackerl bekommt und dann wäre es dann dauerhaft mit Karen versehen. Hier können wir unten Sprachtempo Mit regeln. Auswahl sprechen wird der ausgewählte Inhalt vor. Mit Auswahl sprechen wird der ausgewählte Inhalt vorgelesen. Mit Auswahl sprechen wird der ausgewählte Inhalt vorgelesen. Wunderbar. Und was wir uns noch anschauen wollen, ist Inhalt hervorheben. Wir können Wörter, Sätze oder Wörter und Sätze mit Unterstreichen oder Hintergrundfarbe hervorheben lassen. Und zum Beispiel, wir können Wortfarbe ändern. Zum Beispiel hier mache ich das einmal mit Pink und Satzfarbe in Gelb zum Beispiel. Dann können wir es gleich testen im Webbrowser, unseren bekannten Text von Fake News, wie das aussieht. Gerade in Zeiten von Krisen, wie zum Beispiel Corona und Covid-19, wird die Wichtigkeit von wahrheitsgetreuen Nachrichten und geprüften Informationen immer deutlicher. Dabei ist es eigentlich kinderleicht, Falschmeldungen zu entlarven. Diese Tipps helfen dir dabei, Fake News von geprüften Nachrichten zu unterscheiden. Perfekt. Und das war's. So geht das mit den Bedienungshilfen mit gesprochenen Inhalten. Ich hoffe, das hat euch sehr gefallen und hat euch geholfen. Wenn man mehr erfahren möchte, geht man auf diese Webseite und klickt drauf und es gibt viel mehr Details. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.